Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, der Raven Knight meldet sich bei Chrono Trigger zurück und er hofft, dass er nochmal ein paar von diesen komischen Augen findet. Denn da hat er relativ viel Mist gebaut. Ja, sagt er jetzt schon von vornherein. Viel Mist gebaut. Ich hoffe, ich treffe davon nochmal welche. Oh, Chrono, Mann, Frog, ey, ich muss Frog noch umrüsten, das vergesse ich jedes Mal. Ziemlich lästig. Ziemlich lästig ist das. Mann, nö. Ja, was machen wir denn da? Am besten mal seinen Heilenspruch benutzen, weil... ja auch nicht allzu schlecht. Kann man ja auch zwischendurch mal verwenden. Ich hoffe nur, dass ich die Stats nochmal treffe hier. Mann, ey, das ist doch so lästig. Ehrlich jetzt. So, what? Was zum... zwei davon? Das muss ja jetzt nicht sein. Ja. Dinosaurier mal gucken. Und mal Kraft 2. Oder Kraft 1 mal verwenden. So. Wir greifen mal wieder an. Können wir auch mal wieder machen, haben wir schon lange nicht mehr getan. So. Wir fahren ja schön hier runter. Gegenstände sortieren. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Relativ lästig. Ich hoffe, ich kann davon noch ein paar Augen treffen. Denn von denen muss ich definitiv noch was holen. Ich glaube, wenn ich sie noch treffe, werde ich euch das definitiv auch zeigen. Ich werde jetzt nochmal an jedem Speicherpunkt nochmal speichern. Bevor mir irgendwie wieder so ein Unglück passiert, wie ich mich kenne, passiert das definitiv wieder, dass ich diese Viecher nicht mehr treffe. Mann, das ist so ärgerlich, Leute. Dass mir das wieder passiert, das war wieder so klar. Mann, Mann, Mann. Diese dummen Augen. Ich hab sie doch noch bestohlen. Da müsste ich doch einen Gegenstand von haben. Oder nicht? Da müsste ich... ich hab doch die bestohlen. Was haben die mir denn gegeben? Mann. Mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch den Gegenstand habe, den ich haben will. Da ist er doch. Die Goldnadel. Hab ich doch. Leute, nehmt alles zurück. Ich hab den Gegenstand, den ich für Markus haben wollte. Schön, 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 schön. Dann brauche ich mich doch nicht mehr unnötig auf den Weg machen. Ich weiß nicht, habe ich nicht zwei davon? Habe ich da vielleicht zwei von? Habe ich vielleicht noch eine Goldnadel? Habe ich vielleicht noch eine? Nö. Die kann ich mir ja später noch holen. Also das motiviert mich jetzt gerade wieder. Ich habe den Gegenstand doch. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann war das ja alles überflüssig. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal gegen den Terra-Mutant kämpfen. Das hat mir nämlich gereicht. Leute. Mal gucken, gegen was ich jetzt hier wieder kämpfen muss. Auch die Schlangen wieder. Und natürlich habe ich Chrono vergessen umzurüsten. Das ist aber kein Ding. Das wollte ich jetzt nachholen. Wollte ich gerade sagen. Dinosaurier. Einmal Dinosaurier rufen. Er macht gut Aua. So, und jetzt Frog umrüsten. Frog kriegt einen Wachhut auf dem Kopf. Der erhält nämlich den Status. So. So. Und wieder ein bisschen heilen. Denn Frog hat ja auch noch ein paar Text, die zum Heilen genutzt werden. Nicht wahr? So. Mal gucken, was jetzt noch hier für Gegner kommt. Keine mehr. Schön. Wir sind oben. Gehen jetzt hier wieder durch. Da kennen wir ja nichts mehr. Haben wir alles schon gemacht. Schön, 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 schön. Also eine Goldnadel habe ich schon. Ich habe mich schon gerade die ganze Zeit gefragt, den Gegenstand müsste ich doch haben. Und als ich durchgescrollt habe, meine ich doch eine 75 gesehen zu haben. Gut, dass ich es noch getan habe. Oh, Leute. Das wäre jetzt auch ganz dumm ausgegangen. Hätte ich wieder ganz nach unten gemusst und gehofft, hätte hoffen müssen, dass ich nochmal auf Gegner treffe. Tja, Gruppe umstellen.
Wir holen mal... Aufgrund des Dialogs holen wir mal Margus wieder rein. Also... Und außerdem, weil er jetzt diesen Gegenstand trägt. So. Auf geht's. Leute. Wir scheinen da zu sein, an dem Ort, wo ich hin wollte. Was auch immer jetzt auftaucht. Was zum... Ein Lavos-Laich. Die haben wir doch schon bekämpft. Aber das scheint wohl ein Power-Up der Lavos-Laich zu sein. Und wir machen mal wieder eine Venus-Falle. Wir greifen jetzt erstmal an. Mal gucken. Mach Eila. Nutz doch mal deinen Skill. Ja, mach mal wenigstens gegen die... Auch nicht. Lavos-Laich-Nadel-Angriff. Moment. Das wollten wir ja nicht. Das haben wir ja nicht abgesprochen. Naja, die Gegenstände, die ich hier bekomme, sind halb so wild. Ich greife den Kopf an. Und werde eben halt versuchen, den Kopf zu plärren. Die Antimaterie geht auf alles. Das will ich auch nicht. Ich will eigentlich nur Angriffe auf einen Gegner haben. Und da können die beiden auch gut kombinieren. Mal gucken. Schlagblase, Wurfkick. Wurfkick gegen den Kopf. Mal schauen. Ja, genau. Genau das wollte ich sehen. Der Wurfkick macht dann nämlich sehr gut Schaden. Zerstörung wieder? Ui. Der will zerstören. Der will zerstören. Wurfkick wieder. Wieder auf die Birne. Wir machen ja relativ guten Schaden. Wie ich finde. Und jetzt heilen wir mal wieder unseren guten Frog gleich. Nadelstörung. Autsch. Okay, jetzt warte ich, bis die beiden kombinieren können und mache einen Schlecker. Dann habe ich wieder einige Punkte geheilt. Sag ich mal so, wie jetzt hier, so. Margus bleibt auf Standby. Dunkelbombe. Hallo, das ist mein Skill. Was soll er? So, wieder Wurfkick. Schön auf den Kopf. Bam. Ja, Leute, das war auch die der Lavos-Laich Renewed. Eigentlich recht einfach. Ob sich hier ein Speicherkristall baut? Nein. Logischerweise nicht. Aber wir können ja wieder zurückgehen. Man kennt mich ja. Wir benutzen eine Unterkunft. So, eine Unterkunft für den Ravenite. Bam. Wunderbar. Und dann wollen wir mal wieder durch. Durch das Tor. So. Was ist hier jetzt? Bildschirme wieder. Okay. Bildschirme hin und her. Bildschirme hin und her. Geht kaputt. Vereinigt euch. So. Ah, da ist er doch. Speicherplatz. Aber erstmal. Richtig. Unterkunft. Bam. So. Und natürlich speichern, ne? So, zack. Dann wollen wir mal da reingehen. Das sind doch Chrono, Male, Luca, Robo, Eila und Frog. Was ist hier nicht in Ordnung? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist hier nicht in Ordnung? Seht, meine Süßen, Schicksal in seiner brutalsten Form. All die Träume, die gewesen sein mögen, all das Glück und all der Kummer, den ihr erfahren habt. Dahin, für euch gibt es keinen Morgen. Das düstere Omen übersteigt Zeit und Raum und wartet auf Lavos' Erwachen. Das Schicksal führte euch hierher, an eure letzte Ruhestätte, es sei denn, ihr besiegt mich und zerstört das Omen. Das werden wir doch glatt machen. Kommt, liebe Freunde, vielleicht ist Lavos dazu bereit, seine Träume mit euch zu teilen. Sagte ich Träume? Ich meinte seinen ewigen Albtraum. Was zum... Königin Alpha? Ja, wir kämpfen jetzt gegen unsere gute Königin. Was macht die denn jetzt da? Sie hat jetzt, glaube ich, sofort erstmal... Genau. Alle mit dem HP 1 runtergeschraubt. Megalixier.
Wir holen jetzt erstmal natürlich den Skill raus, den Dreier-Kombo. Oh, der Wurfkick ist episch. Schöner Schaden. Er macht gut Aua. Der kommt jetzt auch nochmal. Was macht sie da? Sie entzieht uns MP. Naja. Natürlich holen wir die Antimaterie noch raus. So. Die wollte sie auch mal sehen. Und jetzt greifen wir sie auch nochmal an mit normalen Schaden. Mit normalen physischen Angriffen. Ja, natürlich. Und eine Antimaterie hinterher. Das ist jetzt gar nicht gut. Schlecker. Ja, komm. Das kannst du noch dreimal machen. Ist kein Problem. So. So. Das war's. Wir haben ein Megalixier erhalten. Ah! Meine Kräfte wirken hier scheinbar nicht. Doch halt! Ich werfe euch einfach in die Mammon-Maschine. Ihr werdet eins mit dem Omen. Lavos und mir. Was zum Teufel? Was hat sie davor? Oh mein Gott. Das ist nicht ihr Ernst. Die Mammon-Maschine. Tja, sofort erstmal versuchen, was zu klauen. Wäre nicht verkehrt. Was können wir nämlich von dem Viech klauen? Ich weiß es. Wir können nämlich ein Megalixier erhalten. Von diesem Vieh. Schön. Aus Magie und wird Angriffskraft. Mal schauen, was die Antimaterie bringt. Und wir holen mal wieder den Wurfkick raus. Der hat nämlich gerade schon gut Schaden gemacht. Ja, über 3000. Angriff nützt Verteidigung. Antimaterie wieder rausholen. Schwarzmagischer Angriff. So. Und wir holen wieder die Venusfalle. Holen wir nicht raus. Wir holen wieder einen Wurfkick raus. So. Einen Hyperäther für unsere gute kleine Dame hier, die wieder den Wurfkick machen kann. Weil der macht gut Schaden. Angriff mit Verteidigung. Oh, ich glaube, ich muss öfters die Antimaterie verwenden. Das ist gespeicherte Energie frei. Das ist nicht gut. Das macht bestimmt gut Aua. Ja, so ziemlich. Ja, dann machen wir erstmal doch Antimaterie. Mammon-Maschine steht still. Das ist gut. Das gefällt mir. Bam. Mammon-Maschine steht still. Das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen, erstmal um uns zu heilen. Punktfackel. Oh nein. Okay, kein Ding. Stehen wir durch. Denn wir haben ja unsere Truppe. Antimaterie wieder. Pfund. Mammon-Maschine steht still. Ne, Schlecker brauchen wir nicht. Wir brauchen den Wurfkick wieder. Der macht nämlich gut Schaden. Und eine Antimaterie hinterher. Das war's. Die Mammon-Maschine ist besiegt. Und was beschwören die jetzt da? Gar nichts. Die jubeln. Offensichtlich. Oh mein Gott. Was passiert da? Was zum Teufel? Sind wir jetzt auf dem schwarzen oben drauf anscheinend? Es sieht so aus. Was zum Teufel? Hallo? Hast du gelitten? Hallo? Ihr Blödmänner! Ich werde mit Lavos das Universum für immer regieren! Ihr werdet das nicht verhindern. Quatsch. Nichts lebt ewig. Königin Eifer, von Lavos betrogen. Traurig. Ich selbst werde dies alles beenden. Prophet, dein Schicksal ist besiegelt. Ich habe nicht vergessen, was du im Seepalast getan hast. Du wirst nun dein Leben verlieren. Was zum Teufel? Und wieder diese geniale Musik. Hm? Was zum Teufel geht hier ab? Okay, wir beklauen erstmal wieder unsere tollen Gegenstände. Unsere Hände. Mal gucken. Was hast du für mich? Ein Prisma-Anzug. Toll! Nimmt Leben. Autschen. Megalixieren. Frog, was machst du? Du machst erstmal gar nichts. Denn ich muss noch weiter die anderen Gegenstände beklauen. Oder die anderen Gegner beklauen, bevor ich weitermache. Und? Was gibt mir die andere Hand? Mal schauen. Prisma Helm. Jawohl. MP sauber.
Hört doch mal auf, der Armen ihre MP zu klauen. Meine Güte, ey. Die sind so mutig. Mutig. Mutig sind sie. Venus voll auf den Kopf. Da. Da will ich hin. So. Den Kopf noch bestehlen. Das macht sie nicht. Mann. Ich versuch's aber. Ich will den Kopf bestehlen. Was wird jetzt? Ein HP-Angriff. Naja. Viel Schaden kriegen wir von denen ja nicht. Aha. Jetzt können wir auch den Kopf bestehlen. Mal gucken. Was haben wir? Mega-Elixier. Wunderbar. Antimaterie. Wir werden die Antimaterie verwenden. So. Und Schaden. Der Kopf kriegt ordentlich Schaden. MP-Sauger. Leben nehmen. Toll. Hexagon-Nebel. Wasser. Okay. Hexagon-Nebel. Wir beleben mal unseren guten Magus wieder. Sollten wir mal tun. Und ein Elixier auf ihn schmeißen. Damit er auch wieder seine MP zurückbekommt. So. Wir werden jetzt definitiv erstmal uns darum kümmern, dass die linke Hand kaputt geht. Die ist erstmal viel wichtiger. Die geht mir nämlich ziemlich auf den Senkel. Ein Wurfkick auf die linke Hand. Ich weiß nur nicht, wer da den Schaden bekommt. Und dann werden wir wieder ein Mega-Elixier schmeißen. Was? Ihr kriegt keinen Schaden davon? Wie macht man denn bitte dann die linke Hand kaputt? Hallo? Was ist denn da nicht in Ordnung? Machen wir das mit normalen physischen Angriffen? Dunkle Dinge. Da kriege ich auch keinen Schaden durch. Ich glaube, wir sollten unsere Angriffe auf den Kopf fixieren. Die Hände sind jetzt erstmal peng. Die lassen wir immer machen. Würde ich sagen. Dann ist alles okay. Dunkler Nebel. Kann ich damit... Dunkle Bombe. Kann ich damit den Kopf angreifen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ich greife nur den Kopf an. Den Rest will ich nämlich nicht angreifen. Ja, okay. Magus angreifen könnt ihr immer. Jederzeit. Habe ich kein Problem mit. Jetzt kommt der Wurfkick. Auf den Kopf. Hallo? Bin ich auf dem Kopf? Ja. Ich bin auf dem Kopf. An Elixir auf Ayla. Wenn sie wiederkommt. Da ist sie. So. Ich werde mich jetzt erstmal in erster Linie um den Kopf kümmern. Himmelstor, Gewitter, Schaden. Okay, der Schaden geht ja noch. Der geht noch, der Schaden. Das hält sich in Grenzen. So, Wurfkick wieder auf die Königin. Und auch eine Dunkelbombe wieder auf die Königin. Genau dahin. Damit die eben halt ihren Schaden da kriegt. Die scheint ja so oder so schon einen Schaden zu haben. Halation, oh oh. Jetzt muss ich wieder Megalixier hier schmeißen. Jetzt muss ich wieder auf Nummer sicher gehen. Zack, zack, zack. Alle wieder auf Vordermann. Gut, Magus, hol mal wieder eine Dunkelbombe raus. Ja, der Schaden ist ja absolut. Das ist ja... Er ist ja wirklich gedropst. Das ist ja kein Thema. So, Wurfkick auf den Kopf. Ich hoffe, ich greife jetzt auch den Kopf an. Ja, schön. Bam! Tja, Leute, MP-Sauger gegen Magus. Das ist kein Ding. Das ist überhaupt kein Problem, der schmeißt jetzt einen Hyperäther. Dann ist er wieder auf Vordermann. Wer soll ihn werfen? Nee, sie nicht. Hyperäther soll Magus auf sich selber werfen. Die beiden kombinieren wieder mit dem Wurfkick auf den Kopf. Naja, Leute. Wenn man eben halt raus hat, dass man die Hände nicht angreifen sollte, ist das eigentlich so das geringste Problem, was man hier hat. So, jetzt kommt wieder Wurfkick. Und Magus wirft einen Hyperäther auf unsere gute Eiler. Bam! Die Hände sind besiegt und der Kopf auch. Die Königin Alpha ist bezwungen. Aber wir bekommen nichts dafür. Aha. Wie könnt ihr Ratten es wagen, mich herauszufordern? Oh, allmächtiger Lavos, verleihe mir Kraft. Was zum Teufel? Was ist mit ihr nicht in Ordnung? Ach du meine Güte. Da stimmt was ganz und gar nicht. Was macht sie da? Muahahaha! Endlich erwacht Lavos!
Verglichen mit ihm seid ihr nur Bazillen. Aber ich werde die Unsterblichkeit erlangen. Oh mein Gott. Was auch immer jetzt da passiert. Das dunkle, düster Omen verschwindet. Und das sind doch wir jetzt. Oh mein Gott. Lavos bricht aus. Lavos kommt hervor. Das kennen wir alle schon, dieses Szenario. Aus dem Meer heraus. Wir stehen Lavos gegenüber. Mit einer Gruppe, die ich eigentlich nicht haben wollte. Lavos geht in Angriffsstellung. Oh, Dragon Tank, das kennen wir ja noch. Ich kann mich erstmal heilen. Das ist super. Das hätte ich jetzt auch bevorzugt. Und ich kann die Gruppe austauschen. Das werde ich auch gleich machen. Leute. Ich werde die Gruppe austauschen. In die Gruppe werden reinkommen. Chrono wird reinkommen. Luca wird reinkommen. Oder wer auch immer. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir Lavos gegenübertreten. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Sprach der Raven halt nimmermehr.